Ja, ich glaube, man darf einfach nicht natürlich die Oper singen wie ein Lied, weil auf jeden Fall die Technik natürlich ist so dieselbe Technik, aber man kann nicht ein Lied singen so stark wie wenn man eine Operarie singt, ja. Und auf jeden Fall, ich habe immer das in meiner Musikhochschule in Karlsruhe gelernt, dass man, ich habe da studiert mit Herr Harmut Höll, und es war natürlich eine große Ehre für mich, mit ihm zu studieren zu dürfen. Und ein Lied ist was ganz Besonderes. Ein Lied ist so an sich so eine kleine Welt, und das ist sogar noch aufregender als eine Oper zu singen, ja, finde ich. Es ist unglaublich, alle diese Lieder von Brahms, Schubert, Schumann. Und ich spreche natürlich jetzt über die spanische Musik, die Kultur von Spanien ist natürlich alle diese Lieder von Granados, Toldra, Obradors, Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, sind einfach ein Teil von unserem Leben. Und es ist so wichtig, dass wir das immer wieder, die spanischen Künstler, dass wir das immer wieder in die Konzerte singen, weil die Leute muss das kennenlernen, einfach immer wieder hören und finden, denken, ob es denen gefällt oder nicht. Und ich liebe auf jeden Fall diese Musik. Es ist, sind die Lieder, die Pilar Lorengar, Montserrat Caballé, Alfredo Kraus immer wieder gesungen haben. Und ich möchte auch weiter diese Musik singen, diese Lieder präsentieren, überall in Europa, in Amerika, in Asien, weil ich finde, dass das Publikum, dass diese Lieder auch ein internationales Publikum haben können. Ich liebe diese Musik. Es klingt einfach echt spanisch und ganz toll, finde ich.